Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Pokémon Revolution Online. So, wir befinden uns hier immer noch rechts von Urania City, rechts vom dritten Arenaleiter und ich sehe da so einen Youngster, Eddie. Ich weiß nicht, ob ihr den auch sehen könnt. Der möchte, glaube ich, ein bisschen aufs Maul haben. Ich tu mal unser Tauboga nach vorne. Ich hätte zeitnah, ehrlich gesagt, gerne ein Feuer-Pokémon, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, let's go, but don't cheat. Ja, sag das mal lieber dir selber. Du hast ein Retter Level 21. Ah ja. Das dürften wir doch sehr gut hinkriegen. Ja, das sieht souverän aus. Das macht unser Tauboga. So, wie bereits angekündigt, werde ich jetzt hier die Route rechts von Urania City machen und mich zu dem Relaxo durchkloppen, was dort liegt. Und wir haben gewonnen. Und ja, danach kümmere ich mich da mal um die VM, TM, HM, was auch immer, Blitz. So, hier unten haben wir Gamer Hugo. Was kannst du denn? Ein Quapsel. So, mein Lieber. Meinst du, dieses Quapsel hat eine ernsthafte Chance? Alter, das finde ich jetzt auch ein bisschen frech, muss ich sagen. Komm schon. Natürlich. Gut, jetzt kommt es drauf an. Reicht dieser Tackle? Er reicht. Nice. Ein Taubsi, da wechsle ich doch mal schnell auf unser gutes altes V-Senior. Und das dürfte es dann auch gewesen sein. So, was lernen wir? Federtanz, was macht das denn? Bringt den Attack-Stat ganz schön runter. Den physischen oder den speziellen? Das wäre jetzt natürlich noch gut zu wissen, welchen Attack-Stat, den speziellen oder den physischen. Ich lerne es aber mal nicht. So, hätten wir die beiden hier schon mal platt gemacht. Also, hier sind ja ganz schön viele Trainer, das kann man ja nicht anders sagen. Ein Magnetilo, so. Wie viel Damage macht denn der gute Zerschneider? Wow. Probieren wir es mal mit Rasierblatt. Ja, das macht schon ein bisschen mehr. Magnetilo kann nicht wirklich viel gegen dieser Knosp machen. Ich wechsle aber trotzdem mal, damit das Ganze hier ein bisschen schneller geht, auf unser Geo-Rock. So, Rock-Throw. It's not very effective. Alter, wie super effektiv. Willst du mich verarschen? Alter Junge. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Komm, stirb.
Stirb! Weder jetzt noch eins. Na super, eine Magneton. Was war das denn nochmal? Stealthwalk, was war das denn nochmal? Ich probiere es mal aus. Ach, das war das mit dem... Okay, das bringt natürlich so überhaupt nichts. Das war das mit dem Auswechseln. Ich verstehe. Alter! Alles klar, Georock. Alles klar. So, haben wir schon mal die ersten drei NPCs hier besiegt. Ich gehe mal gerade zurück ins Pokémon Central. Ich denke, durch diese Route hier werden wir recht schnell durchkommen. Damit wir uns auch bald schon den Blitz holen können. Da schimmert ein Glurak. Wann entwickelt sich Bisaknosp eigentlich zu Bisaflor? Ich weiß es gar nicht. Das dürfte eigentlich gar nicht mehr so mega lange dauern. Ich bin die ganze Zeit nebenbei... Ist das ein Seemon? Boah, ich habe hier schon mal einen mit dem Seedraken gesehen. Das will ich auf jeden Fall auch haben. Das will ich auf jeden Fall auch haben. So. Wie komme ich zeitnah an ein Feuer-Pokémon? Das ist eine sehr interessante Frage. Gamer Jasper. Hi. Knofenser. Na, Knofenser, wie geht's? Knofenser. Ja, komm, ist gut. So, soviel zu Knofenser. Eine Miraplan. Na, sowas aber auch. Das machen wir doch mit Vergnügen fertig. Kann es sein, dass wir ein bisschen überlevelt sind? So, hätten wir den guten Kollegen hier auch besiegt. Da liegt auf jeden Fall was. Ein Belieber. So, Gamer Jasper. So. Oh, ein wildes Traumato. Traumato, hältst du eine Rasierblattattacke aus? Nein, tust du nicht. Gut. Aber immerhin hatte Traumato 40 Poké-Dollar dabei, das ist ja auch schon mal was. So, Youngster Eddie, steht da oben noch jemand? Da oben steht keiner. Hier stand auch niemand. Ein wildes Retter. Ach, verdammt. Mann, ich will die doch fangen. Das sind aber ganz schön reiche Pokémon, die hier leben. Das Rettern hat da auch wieder 43 Poké-Dollar mit dabei. Hier, du Spasti, komm her. Youngster Dave. Ach, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay.
Ein männliches Nidoran, warum auch nicht? Natürlich der Giftstachel. So. Ein Nidorino. Oh, das könnte vielleicht sogar das Level-Up sein. Mal gucken. Ja, das macht Bisaknosp doch souverän. Souverän. Wow. Wow. Das ist ja richtig viel Schaden, den wir nehmen. Und zum Abschluss die Rasierblattattacke. So, wir lernen was? Double Edge? Was ist das denn? Ach, ist das Risikotackle? Das ist, glaube ich, Risikotackle. Nee, Risikotackle fand ich jetzt noch nie so wirklich geil. Risikotackle möchte ich nicht erlernen. So, was hast du noch gesagt? Hä? Wie? I better go find Swords. Ich habe dich gerade besiegt. Also irgendwie antworten hier die NPCs teilweise echt komisch. So, komm du mal her. Auf jeden Fall ist unser Bisaknosp schon Level 31. Das ist sehr, sehr gut. Jo, das war's. Ein Zubat. Natürlich. Warum auch nicht? Oh, das ist ja sehr effektiv. So, er verwirrt uns. Ich wechsle mal auf unser Smetbo. Smetbo dürfte das ja eigentlich gut hinkriegen. Wieso zum Henker kann der das? So, wie gut, dass das ein Crit war. Alter, das war knapp. Das war richtig knapp. You have won the battle. So, gut. Haben wir bis hierhin schon mal alle abgefrühstückt. Engineer Braxton haben wir da oben noch. Da ist soweit keiner. Ey, komm mal her. Eine Magnetido hast du. Sowas aber auch. Na, das bringt ja richtig viel. Junge, du machst mir nicht wirklich viel Schaden. Komm schon. Komm schon. Natürlich noch mal ein Crit zum Ende. Wie könnte es auch anders sein? So, darum sehe ich mir einen Gamer. Einen gamigen Gamer. So, Youngster Yasu. Aha. Gut, wir schnappen uns mal Youngster Yasu. Und danach knöpfen wir uns da unten mal Gamer Dirk vor. Ein Radfratz, ernsthaft. Bessere Sachen habt ihr hier nicht. Das ist so ein Witz. Noch ein. Sag, willst du mich beleidigen? Ich habe drei Orden, verdammt nochmal. Oh, ein Radikal. Natürlich noch ein Sucker Punch. Wie könnte es auch anders sein? So, so viel zu dem.
Sehr gut. Dann knüpfen wir uns mal Gamer Dirk vor, der einen Voltoball hat. Na, sowas aber auch. Sternschauer, das finde ich gar nicht geil. Der Sternschauer macht aber nicht so wirklich viel Schaden, Voltoball. Das sollte dir bewusst sein. So, mal gucken, was er als zweites Pokémon hat. Ein... Och nein, ich schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Level 32, sehr gut. Ja. Na, er schafft uns nicht ganz. Er schafft uns nicht ganz. Sehr gut, Bisaknosp. Sehr gut. Shit. Bisaknosp entwickelt sich zu Bisaflor. Alter, wie geil das aussieht. Wie geil das aussieht. Boah, herrlich. Bam. Petal Dance. Ach, Blättertanz ist das. Ja, Blättertanz ist ziemlich stark. Das Blöde am Blättertanz ist, die Attacke ist dann auf jeden Fall für 2 oder 3 Runden gelockt. Also wenn ich Blättertanz einsetze, kann ich in den nächsten 1-2 Runden nichts anderes einsetzen. Ich habe mit Blättertanz aber ehrlich gesagt ziemlich gute Erfahrungen gemacht, deswegen tausche ich das mal aus gegen Rasierblatt. Das könnte ein Fehler sein, aber ich würde es gerne mal probieren. Was? My first loss? Na, wenn du was sagst. Ein Superball. So, dann haben wir hier eigentlich fast alle ausgerottet. Fehlt nur noch Gamer Darian. Dieses Rettern würde ich natürlich gerne versuchen zu fangen, wenn ich ehrlich bin. Alter, meine Pokémon sind einfach zu stark. Ja, du, komm mal her. Au, das ist natürlich jetzt böse für dich. Ein Fukano, das ist gefundenes Fresschen. Das ist gefundenes Fresschen. Oh, 9. Okay, das dürfte es gewesen sein. Ja. Und ein Vulpix. Cool. Payback. Aua. So, ich glaube, dann sind wir hier auf der Route durch. Wir haben alle Trainer besiegt. Das ging ja schneller, als ich gedacht hatte. Okay. Nehmen wir noch ein paar Beeren mit. Gut, hier kann man noch nach oben. Oh, hier ist wieder ein Mitarbeiter von Professor Eich. Hm. 19 Pokémon habe ich bislang gefangen. Er gibt uns irgendetwas, wenn wir 30 Pokémon gefangen haben. Okay, das sollte ich mir mal merken. Auf jeden Fall bekommen wir nicht Blitz, so viel weiß ich. Ja. Ein Relaxo. Wir benötigen die Pokoflöte. So, was ich jetzt allerdings nicht weiß, muss man auch eine bestimmte Anzahl von Pokémon gefangen haben, um die Pokémon-Flöte zu bekommen am Ende der Dicta-Höhle, beziehungsweise danach dann? Das weiß ich natürlich nicht. Gegen dich hatten wir schon, oder? Ja.
gehe gerade nochmal zurück ins Pokémon-Zentrum und werde dann hier nochmal ein paar Pokémon gerade fangen zur Sicherheit. Es könnte nämlich gut sein, dass wir 20 Pokémon brauchen. Und ja, wenn wir jetzt mit 19 kurz davor sind, wäre das ein bisschen, naja, blöd. Sagen wir es mal so. Hat Gister hier irgendwie einen kleinen Necken oder so? Wie konnte ich den denn bitte gerade überholen? So. Hutut, komm doch mal bitte gerade nach vorne. Wie viele Bälle haben wir? Wir haben eigentlich genug Bälle, um ein paar Pokémon zu fangen. Das hat gut funktioniert. Ich habe gerade geangelt. Ich habe gerade die Eis gedrückt und meine Angel ausgeworfen. Und hier ist ein Krabbi erschienen. So, das versuchen wir uns jetzt mal zu fangen. Los, Hutut, du schaffst das. Ja, Hutut, das machst du gut. Sehr gut, Hutut. Ich bin stolz auf dich. Dieses Krabbi wird schon bald uns gehören. Sehr gut. So, jetzt noch hypnotisieren, Hutut. Au, alter Hutut. Top, top Arbeit. Mehr kann man dazu nicht sagen. Top Arbeit. So, ich wechsle mal auf unser Bisa-Floor. Alter, wie geil das aussieht. So, ganz ehrlich, dieses Krabbi, ne? Also, wenn das jetzt nicht im Pokéball drin bleibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Astrein. Astrein. Sehr gut, sehr gut. So. Noch ein Krabbi. So. Ich würde mir ehrlich gesagt zeitnah auch noch gerne ein Karpador fangen. Ein wildes Mauzi. Das können wir doch bestimmt auch schon fangen, oder? Werfen wir einfach einen Pokéball. Komm, Mauzi, bleib einfach bitte drin. Nice. Ein Handtag. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Habitak ist verwirrt. Okay, ich wechsle mal gerade auf unser Bisa-Floor rüber. Nein, tu das nicht! Alter! Oh, scheiße, schnell einen Pokéball werfen. Schnell den Pokéball werfen, Habitak. Komm schnell in unser Team, bevor du dich selbst K.O. schlägst. Nice. Ich würde natürlich schon mal wissen, was der Typ jetzt für uns hat. Ein Traumato, das können wir uns eigentlich auch mal holen. Ich glaube, ich weiß, wie ich die gut schwächen kann. Mit dem guten Egelsamen. Und in Kombination mit Giftpuder vielleicht. Das dürfte doch zusammen eigentlich recht gut was abziehen, oder? Ich meine, der macht uns ja eh so gut wie gar keinen Schaden. So, jetzt kriegt er nämlich Giftschaden.
Jetzt kriegt er dadurch noch ein bisschen Schaden. Ich mach mal sinnlos nochmal Giftpuder. So füge ich ihm keinen weiteren Schaden zu. So, wir können ja schon mal versuchen, ihn zu fangen. Ja, easy. So, mal gucken, wie viel haben wir schon? 23. Boah, noch 7 Pokémon. Das ist natürlich gar nicht mal so wenig. Ein Rettern. Kann man Rettern vergiften? Ich versuch's mal. Nein, kann man nicht. Ich werfe mal gleich einen Pokéball. Vielleicht habe ich ja Glück und Rettern bleibt instant drinnen. Ja, sicher. Sehr gut. So, wo ich eigentlich hin wollte, ist hier. Und hier wollte ich mal versuchen zu angeln. Hier fängt man doch bestimmt was anderes außer außer Krabi, meine ich. Komm, hier gibt's doch was. Ein Tentarana, wunderbar. Perfekt. Level 25. Ach du Scheiße. Ich glaube, da könnte ich sogar einen Zerschneider riskieren. Ja, aber auch nur einen. Okay, ich verwende sicherheitshalber mal einen Superball. Ich will dieses Tentakel auf jeden Fall haben. Nice. Das funktioniert ja ganz gut bisher, würde ich mal meinen. Komm schon. Und Spaß hier. Hier gibt es doch bestimmt noch Carpador und Goldini und sowas. Das kann mir doch keiner erzählen. Jawohl, da ist es, das legendärste Pokémon aller Zeiten, Carpador. Das muss ich aber aufpassen, ey. Carpador Level 25. Ach du Scheiße. Das wickelt sich ja schon fast. Kannst du schon tackle? Das kann tatsächlich schon tackle. Alter, voll das geile Carpador, was schon tackle kann. Das ist ja nice. Ich werf schon mal einen Pokéball. Ja, sicher. Und wir haben Carpador. Nice. Und Spaß, ich glaube, das hole ich gleich schon in mein Team. So, mal gucken, wie viel haben wir? 26. Noch 4 Stück. Ach, wisst ihr was? Die holen wir uns mal. 4 Pokémon kriegen wir noch zusammen. Da können wir noch das mitnehmen, was es der Typ da geben will. Kommen jetzt doch bestimmt noch ein Goldini oder, keine Ahnung, Sepia oder so. Das gibt es hier doch bestimmt auch noch. Ich kann doch schon mal überlegen währenddessen, wen wechsle ich dafür denn aus? Ich will Carpador auf jeden Fall ins Team nehmen. Die Frage ist nur, wen wechsle ich aus? Ich glaube, ich tu Huthut raus. Meine Güte, ihr beißt jetzt gar nichts mehr an. Komm schon. Ich weiß, dass es in der Dicta-Höhle noch Dicta und Dictri gibt, die ich mir fangen kann. Na, dich habe ich schon. Ich würde erstmal vorschlagen, ich gehe erstmal zurück zum Pokémon Center und hole mir Carpador ins Team.
Dich haben wir auch schon. Vielleicht sollte ich ja noch mal ganz kurz oberhalb von Urania City gucken. Vielleicht gab es da noch ein paar andere Pokémon. Was hast du hier eigentlich mittlerweile? You must be pretty good. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich bin unglaublich gut. Und wieso hat der Typ, der hinter mir läuft, gar kein Pokémon draußen? Also dieser Chrissieg 228, wieso hat er gar kein Pokémon? Das verwirrt mich. So, Hut Hut. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Pokémon-Box und willkommen, Carpador. Achso, Carpador ist ja noch vergiftet. Sekunde. So. Carpador, was kannst du denn? Tackle und Platscher. Aber du bist schon Level 25. Das ist natürlich sehr nice. Level 25 ist sehr, sehr nett für einen Carpador. Alter, hat ein Shiny Ultra Garia. Wie geil ist das denn? So, vielleicht gibt es hier noch ein paar Sachen, die ich noch nicht habe. Dich habe ich schon. Komm, noch 4 Pokémon. Alter, wie alle rumlaufen und am Farmen sind, ne? What? Wie Magnetilo? Wieso gibt's hier den Magnetilo? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Okay. Wieso gibt es hier den Magnetilo? Okay, nehme ich mit. Warum nicht? Einfach mal ein Magnetilo fangen. Kann man mal machen. Alles klar, noch 3 Pokémon. Nein, dich kenne ich bereits. Ich könnte mal versuchen, hier zu angeln. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie ein Goldini oder so. Okay, vielleicht mal hier versuchen. Carpador ist fast Level 26, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level sich Carpador zu Gyarados entwickelt. Ich glaube, irgendwie Level 30 oder so. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Das kann auf jeden Fall ganz schön ätzend werden, Carpador zu Gyarados zu trainieren. Aber wenn wir es einmal geschafft haben, dann haben wir aber auch was. So, hier kommt irgendwie gar nichts. Also das bringt hier irgendwie gar nichts. Na komm schon. Traumato habe ich bereits. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal durch den Dicta-Tunnel, durch die Dicta-Höhle und holen uns den guten Blitz. Bevor ich jetzt irgendwie noch stundenlang rumsuche, die restlichen 3 Pokémon, die kriegen wir auch noch so zusammen. Ich sollte mir vielleicht vorher noch ein paar Pokébälle mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten könnte das ein bisschen eng werden, eventuell. So, was hast du denn? Du hast normale Pokébälle. Das ist natürlich... Ja, komm, gib mal 10 Stück her. Gar keine Superbälle, das finde ich jetzt natürlich scheiße. So, auf geht es in die Dicta-Höhle. So, kurz noch den Pokédex aktualisieren.
Auf, auf! Oh mein Gott, ein wildes Dick da! Wie absolut unerwartet! Ich bin schockiert! Oh. Okay. Okay. Egal, wir werden hier noch mehr als genug Chance bekommen. So, hier kann man entweder unten lang gehen oder wir können. Was ist das denn da? Oh, ein Dickdri. Ich glaube, ich versuche mir hier mal beide zu fangen. Sucker Punch. Aua. So, komm, das hältst du doch aus, oder? Genau, du bist ein Dickdri. Natürlich hältst du das aus. Verdammt! Komm schon, Dickdri! Dickdri! Bleib in diesem Pokéball drin, Dickdri! Das gibt's nicht. Dickdri will nicht. Ich kann ihn mal bepflanzen. So, komm, einen Superball haben wir noch. Den setze ich jetzt für Dickdri ein. Komm schon, Dickdri. Dickdri. Jawohl. So, wieso kann man hier hoch? Was ist hier? Ist hier irgendwie was versteckt oder so? Ein Sander. Das habe ich schon. So ein Dick da würde ich mir hier gerne auch noch fangen. Hier ist einfach nur nichts. So, hier kann man entweder hier oben lang gehen, um zum Blitz zu kommen. Aber ich möchte euch auch noch was anderes zeigen. Wir können auch hier oben lang gehen. Ein Dick da, wunderbar. Das würde ich mir auch noch sehr gerne fangen. Verdammt, die halten das alle nicht aus. Packen unser Visenio nach vorne. So, hier haben wir nämlich jemanden, den wir kennen, und zwar Roku, den ersten Arena-Leiter. Wenn wir später extrem episch sind, können wir hier gegen ihn kämpfen, aber wir sind noch nicht episch genug. Aber interessant zu wissen, dass hier eine Art Bosskampf ist, das fand ich ziemlich cool, als ich das erste Mal gesehen habe. So, Sandan, dich möchte ich hier nicht. Ich würde gerne noch einen Dick da fangen, wenn ich ehrlich bin. Komm schon, Dick da. Bevor ich diese Höhle verlasse, will ich auf jeden Fall noch einen Dick da fangen. Und da ist es auch schon. Komm, dich hole ich mir jetzt. Dich hole ich mir jetzt. Das gibt's noch nicht, ey. Hält Dick da eigentlich irgendetwas aus? Oh, Level 31, nice. Okay. Okay. Alter, da hat jemand einen Razaf, okay. Dick da. Komm, jetzt hack dich doch nicht so. Du möchtest doch mit in mein Team, ich sehe es doch. Das gibt's nicht. Alter Vater. Okay. Smetbo, möchtest du es vielleicht mal versuchen? Und auf ein neues. Es kann nicht so schwer sein, so einen Dick da zu fangen, verdammt nochmal. Komm, ich werfe einfach meinen Pokéball. Bitte, Dick, da bleib einfach drin. Bitte. Bitte, 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 bitte. Das darf nicht wahr sein. Boah, Dick, da. Du mieses kleines Stück. Ich wechsle auf unser Bisa-Knosp.
Gut, dann bringen wir deine HP noch ein bisschen weiter runter. Dicta, bleib jetzt in diesem Pokéball drin. Geht doch. So, haben wir hier noch irgendetwas? Hier ist nichts mehr. So, nun sind wir hier hinter. Die Stelle kennen wir ja, nur halt von der anderen Seite. Die Frage ist, wo gab es jetzt nochmal genau Blitz? Hier ist auf jeden Fall ein sehr schöner Baum, interessant. Oh. Looten. So, war das vielleicht hier? Ein leerstehendes Haus. Ja, okay. Wieso ist hier ein leerstehendes Haus? Und wieso haben die alle hier solche überdimensional großen Flachbildschirme? War es jetzt ein Fehler oder ist da echt keiner drin? Hier ist echt keiner drin. Okay, dann war Blitz vielleicht irgendwie hier weiter unten. Ich weiß es gar nicht so genau. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe kein Abra. So, komm, du gibst mir doch jetzt Blitz, oder? Und da ist der Blitz. Sehr gut. So, ich frage mich gerade, kann überhaupt einer unserer Pokémon Blitz erlernen? Da haben wir noch einen Sichlor. Hallo Sichlor, möchtest du in meinen Pokédex kommen? Gut, ich glaube mal, wir sind hier fertig. Wir konnten es dann auf dem Rückweg machen. Warte mal. Ich brauche noch ein Pokémon. Ich gehe mal gerade hier hin und farme mal gerade hier. Gut, gut, haben wir schon. Hier gibt es doch bestimmt ein Pokémon, was wir noch nicht gefangen haben. Ich würde mir gerne noch zum Ende dieser Aufnahmesession das Geschenk von diesem anderen Hammel da holen. Weberat, das habe ich auch schon. Komm, hier ist doch irgendetwas, was wir noch nicht haben. Bitte, 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 bitte. Shit. Wo kriegen wir denn jetzt noch ein Pokémon her? Ich gehe erstmal wieder zurück. Wir müssen ja sowieso zurück. So, vorbei am Haus, wo nichts ist. Warte mal. Moment mal. Takedown. Dick Cut Flash. Wer könnte denn Flash lernen? Vielleicht Smetbo? Smetbo könnte tatsächlich Flash lernen. Ach du Scheiße, Smetbo. Ja. Ich würde mal sagen, das Poison Powder geht weg, weil Bisaflor kann ja schon Giftpuder. Ja, tut mir leid, Smetbo, du musst mal gerade hier den Flash erlernen. Wieso habe ich eigentlich nicht... War es nicht hier so, dass man sehr früh im Spiel die Kopfnuss beigebracht bekommt? Habe ich das irgendwie versehentlich ausgelassen? Okay, ich brauche noch ein Pokémon.
ein neues Pokémon. Und du bist es nicht. Mann, ich will wissen, was uns der Typ da gibt. Ach so, hatte ich eigentlich schon erzählt, dass ich mittlerweile weiß, wieso uns der Typ am Anfang sein Glurak anbieten wollte für unser Bisasam. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Das liegt auf jeden Fall daran, dass Bisasam übelst selten ist, wenn man Bisasam nicht als Starter nimmt. Also man kann sich, glaube ich, die Start-Pokémon, die drei, also Glumanda, Shiggy und Bisasam, auch außerhalb... Also außerhalb von Professor Eis Labor besorgen, sage ich mal. Ich glaube, Glumanda und Shiggy, ja, die sind halt irgendwo, sind relativ selten. Aber Bisasam ist noch eine Ecke seltener, weil Bisasam findet man nur in der Safari-Zone und auch da nur übelst selten. Deswegen wollte mir der Typ sogar sein Glurak andrehen für mein Bisasam. Oh, eine Radikal, perfekt. Das werde ich mir jetzt einfach mal fangen, um die 30 voll zu kriegen. Du hättest doch bestimmt einen Zerschneider aus, oder? Perfekt. Komm, Radikal. Mach's mir nicht so schwer, bleib einfach da drin. Was? Do you accept battle? Nein. Ich möchte nicht mit Salpeter kämpfen. So, wir haben auf jeden Fall das Radikal gefangen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, müssten wir eigentlich genau 30 haben. Sehr gut, dann können wir mal gucken, was der Typ hier für uns hat. Rock Smash. Cool. Den Zertrümmerer. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Gut, ich würde mal sagen, dann sind wir hier mit Urania City soweit durch. Ich glaube, ich gehe da noch hoch zur nächsten Route, wo wir hin müssen. Wenn mich denn dieses Traumato hier vorbeilassen würde, dankeschön. Ach ja, Urania City abgeschlossen. Schön, schön, schön. So, dann gehen wir einmal noch kurz schnell ins Pokémon Center. Yes, please. So, wie ich ja in meiner Pokémon Blau Glitch Challenge aus meiner Perspektive ja, vor ein paar Tagen herausgefunden habe, müssen wir jetzt wieder nach oben zu der Stadt, wo Misty halt ist. Und dort können wir jetzt nach rechts weiter und uns durchkloppen zum Felstunnel. Dafür brauchen wir nämlich Flash. So, möchtest du nochmal gegen uns kämpfen? Nein, möchtest du nicht. Sehr gut. Ja, der Felstunnel, ähnlich ätzend wie der Mondberg, darauf freue ich mich ja jetzt schon. Aber wenn wir den durchschritten haben, sind wir endlich in der Stadt der Geister. Lavadia. Okay, ich auf. So. Ja, jetzt können wir hier auch hier, guck mal hier, erstmal Gärtner spielen. Zack, 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 hier. Dämliche Gebüsche. So, und hier können wir jetzt, glaube ich, lang. Jawohl. Ja, das ist doch ein guter Abschluss, würde ich mal sagen. Ich stelle mich genau hier hin. Picknicker Alicia wird unsere nächste Gegnerin sein.
Wir werden uns in der nächsten Aufnahmesession hier durch die Route durchkloppen und versuchen, den Felstunnel zu erreichen, den wir dann hoffentlich zeitnah durchschreiten werden, um danach Lavadia zu kommen, der Stadt der Pokémon-Geister. Ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt, wie Lavadia hier umgesetzt ist. Ja, boah, ich bin auch froh, dass wir endlich einen Carpador haben. Level 25 schon, also quasi schon Level 26. Wir haben also schon bald einen Gyarados. Das ist natürlich mega fett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.